Meine Damen und Herren, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge im LS22 auf dem nordfriesischen Marsch Vierfach. Am Sonntag, einen wunderschönen guten Morgen. Ja, es funktioniert. Also, es funktioniert gut. Es kann auch gar nicht sein, dass zuletzt Europaletten eingestellt waren am Trailer und ich das nicht mitbekommen habe. Das passiert natürlich nicht. Also, wir spielen die Map jetzt schon so lange, da passiert sowas natürlich nicht. Fakt ist, es funktioniert. So. Was ich jetzt nachgucken wollte. Oh, was wird denn hier für ein Ballett organisiert? Ach so, da liegt ein Ballen. Ja, das ist nicht gut. Das ist immer der erste Ballen, bevor er in die nächste Bahn reinkommt, ne? Jetzt müsst ihr gleich nach rechts fahren. Bitte, fahr nach rechts, mein Freund. Hallo? Ach so, nee, Quatsch mit Soße. Macht er nicht, weil sieht man nämlich, der Schwader ist oben. Das heißt, er sucht die nächste Bahn. Sonst wäre der Schwader nämlich unten. So, okay. Wir bleiben ganz kurz nochmal hier, weil die Ballenpresse ist auch schon hinterher. Und dann gucken wir mal, der könnte noch ein Problem werden. Ich glaube, wir werden hier gleich jemanden hochschicken, der die Ballen wegsammelt. Dann haben wir hier nicht so einen Struggle. Macht das Ding runter. So, haben wir es gelernt, ne? Oh, sind wir... Nee, ich kann sagen, sind wir nicht fertig. Den müssen wir mal aufräumen, ne? Auch schon jetzt. Ein bisschen länger hier rumstehen. Aber es wird Lehrer. Es wird Lehrer. Ist Lehrer ein Wort? Also nicht der Lehrer in der Schule, sondern... Ihr wisst, was ich meine. 66-100%, das glaube ich steht auch schon jetzt seit ein paar Folgen da oben. Wir müssen den Düngerstreuer mal irgendwie sagen, wohin er fahren soll. So, wo ist denn die 6... Warte, wir tappen jetzt einfach so lange, bis der Düngerstreuer da ist. Oh, ich habe schon wieder Arbeit gesehen. Da ist er. So, Feld 66, geben wir ab. 63.000 Euro. Nicht schlecht, Herr Specht. Dann haben wir noch was auf der 19. Da kannst du gleich hintuckern. Du hast noch ein bisschen Dünger bei. Sehr schön. 19, los geht die wilde Fahrt. Den machen wir raus. Na, fahren wir los. Der ist noch am kalten. Wie lange brauchst du noch? 4 Minuten. Der wird auch fertig in dieser Folge. Sehr schön. Und der Kollege hier muss mal angeworfen werden, ne? Und da brauchen wir auch gleich nochmal einen Abfahrer für, weil da haben wir noch keinen hingeschickt. So, das wird jetzt gleich wieder eine lustige Angelegenheit. Nicht. Wobei es könnte gerade so klappen. Ja. Ich habe sogar den richtigen Aufsatz mitgenommen. Ich bin richtig stolz auf mich. Ivan, grüß dich. Hallo. So, dann müsste das auch laufen. Lass mal noch alles ausklappen. Da blitzen wir hier mal rein. 62, das müssen wir uns kurz merken. Ja, ich glaube, das ist aber ein gutes Feld für den Kartoffelfeld. Die Reihe, also der Abstand hier zwischen den Bäumen ist relativ angenehm. Von dem her können wir hier mal... Ja, 9 Vorgewände. Do it. Bist du noch Farmer oder Manager? Hier auf alle Fälle Manager. Hier auf alle Fälle Manager. Das ist auch so eine Sache, da können wir mal ganz kurz drüber reden, ne? Ich habe ja... Das heißt, ich habe ja... Ich habe für mich jetzt einfach die letzte Zeit festgestellt... dass ich einfach nicht so der Typ bin. Ich versuche ja viel. Versteht mich nicht falsch. Ich habe Headtracking versucht und ich habe auch diese riesengroße Seitenkonsole von LS Seitenkonsole. Ich habe alles hier. Ich habe alles hier. Und ich habe mir dieses Hori-Lenkrad wurde mir zugeschickt und ich habe das probiert. Und ich habe auch noch ein anderes Lenkrad da hinten liegen von Thrustmaster. Das muss ich auch noch probieren. So, und ich sage euch jetzt mal ganz ehrlich. Ich bin einfach nicht der Typ, für so gewisse Dinge. Also ich brauche kein Headtracking. Ich habe das wirklich des Öfteren versucht, aber ich habe da keinen Spaß mit. Und ich muss auch sagen, auch diese Seitenkonsole, sie ist super, sie funktioniert tipptopp, da gibt es überhaupt keine Diskussion. Aber ich sage euch ganz ehrlich, ich bin mit den Knöpfen, den ich jetzt hier bei dem Hori habe zum Beispiel, bin ich absolut zufrieden. Natürlich ist es nice to have, dass du hier, keine Ahnung, 20, 30, 50 Knöpfe hast, die du belegen kannst und bekleben kannst. Ganz nice, da gibt es gar keine Diskussion.
Aber man muss einfach, glaube ich, auch für sich selber feststellen, dass man einfach Sachen, die so viele Leute haben und benutzen, dass das einfach nicht für jedermann was ist. Und da ist mir einfach jetzt klar geworden, ich bin nicht der Typ für Headtracking. Ist nicht meins. Und es gibt einfach so ein paar andere Sachen, wo ich mir denke, ist nicht meins. Ich spiele NLS, so wie ich Bock drauf habe, weißt du? Und ob das jetzt gut oder schlecht ist und so weiter. So, jeder hat so ein bisschen seine Zielgruppe. Jeder macht so ein bisschen das, was er gerne macht. Und darauf sollte man einfach so ein bisschen Wert legen, glaube ich. Und nicht immer nur mehr wollen und noch mehr und noch besser und noch realistischer. Das ist überhaupt nicht mein Ziel. Das ist überhaupt nicht mein Ziel. Und da habe ich mich jetzt einfach wirklich komplett, nicht komplett wegdistanziert, das wäre jetzt falsch. Aber einfach bei dem bleiben, was dir halt wirklich Spaß macht. Und was halt dauerhaft Spaß bringt. Das kann ich euch nur so auf den Weg mitgeben. Muss jeder selber draus machen, was er für richtig hält. Aber für mich, muss ich sagen, sind viele Sachen nichts. Und für mich sind die Basic-Sachen einfach genug. Ich brauche hier nicht das cool und das schöne und so weiter, weißt du? Und das muss man auch einfach mal probieren und für sich feststellen. Wenn ich jetzt zum Beispiel jemand bin, der nur Innenansicht fahren will, so, dann mache ich das. Aber ich habe ganz, ganz oft das Problem, ich versuche immer Sachen, was ja nicht schlecht ist, also soll bitte jeder versuchen, was er möchte. Aber ich sage euch ganz ehrlich, wenn ich irgendwann einen Punkt bin und ich sage mir und ich denke mir so, ist nicht meins, muss ich nicht haben, ja, dann mache ich es halt einfach auch nicht. Natürlich mag das sein, dass es vielleicht hübscher aussieht mit einer anderen. Oder dass es realistischer aussieht. Mag alles sein, gebe ich euch vollkommen recht. Aber ich glaube, dafür gibt es einfach auch sehr, sehr viele Kanäle, egal ob jetzt YouTube oder Twitch oder wie auch immer, die sich halt so ein bisschen auf das spezialisiert haben, was sie gerne machen. War da gerade ein Fehler in der Matrix? Oder habe ich jetzt nur einen Denkfehler drin? Ach so. Nee, klar. Falsches Netzwerk. Jo, richtig. Ich war der Meinung, dass mir gesagt wurde, das ist für alles da, aber ist es nicht. Oh nein, wir müssen Geld investieren. Wir brauchen das hier. Das hier ist das Falsche. Das ist zwar cool, aber das ist nur für die Pappeln. Haben wir nicht zuletzt gehäckselt? Bin ich jetzt falsch unterwegs? Kann ich jetzt falsch in Erinnerung haben vielleicht? Ja, Jungs, macht mal ein bisschen ruhig hier. Mach mal hier einen ruhigen. Oh, die haben Bock, ne? Warte. Stopp. Das war der Katana, stimmt. Das war der Katana. Was hast denn du hier drin? Geh doch mal hier entleeren. Geh dich doch mal entleeren. Mach die mal leer. Jetzt habe ich es aber da gleich. Ey. Also ich hoffe, dass ihr mir folgen könnt mit dem, was ich gerade gesagt habe, ne? Hattest du nicht zwei? Du, ich glaube nicht. Sag dir, wer es ist. Aber du, ist ja kein Problem. Von dem her, wir holen uns einfach noch eins jetzt. Ist ja, wer sind wir hier, dass wir uns nicht einfach noch eins holen können? Zur kleinen Vorsetzung, was wir gerade besprochen haben oder was ich gerade von mir gegeben habe, ne? Ich finde das auch immer krass, wie man bei den Streamern dann immer reinschreibt, zum Beispiel, mach doch Facecam, Mann, mach doch dies, mach doch das. Ich denke mir so, Leute, wenn derjenige welche das nicht will, dann muss man das einfach respektieren. Habe ich ganz oft auch bei Kollegen gesehen, hier Facecam und so weiter. Ich denke mir so, wenn die Leute das nicht wollen, dann wollen die das nicht. So, und wenn ich jetzt hier spiele und ich will hier nicht die ganze Zeit in die Innenperspektive fahren, dann ist das so, wie es ist. Es gibt genug Alternativen, die man sich natürlich angucken kann, wenn man das anders spielen möchte. Da ist auch gar nichts Verwerfliches dran. Und es ist auch gar nicht böse gemeint. Aber auf Krampf dann irgendjemanden so hinzubiegen, wie man es gerne selber hätte, finde ich auch nicht richtig. Ich gerne mal da Feedback da lassen, aber ich finde das auch nicht richtig.
So, wir machen, werfen jetzt nochmal einen geschulten Blick in die Hallen, aber ich bin der Meinung, ich hatte keins mehr und das, was vorher geschrieben wurde mit dem Katana, das wird stimmen. Wir brauchen noch ein Schneidwerk. Iggy, zu deiner Frage, es wurde sonst nichts gekauft. Also die Beusel wurde gekauft in dieser Woche, aber ansonsten wurde nichts gekauft. Was ist Headtracking? Headtracking ist noch ein Ding, was wo hier die hier dran klemmst. Es gibt mehrere Versionen. Und dann kannst du, wenn du die in den Kopf so bewegst und du bist zum Beispiel in Innenperspektive, also du drehst da den Kopf und dann würde sich das so mitdrehen. Weißt du, was ich meine? Das ist nur simuliert. Das ist Headtracking. Und es ist eine schön anzuschauen. Das will ich gar nicht in Frage stellen. Überhaupt nicht. Headtracking oder Eye-Tracking gibt es auch. Wie gesagt, wer das machen will, soll das gerne machen. Ich habe nur für mich ist es nichts. Weil ich halt einfach auch jemand bin, wenn ich hier live streame. Guck mal, ich habe hier drei Bildschirme vor mir. Ich habe den Hauptmonitor, ich habe hier links einen und ich habe hier rechts einen. Und das Problem war halt immer, wenn man, wenn ich dann hier so noch links geguckt habe, vielleicht um zu sehen, ob alles gut läuft und so weiter, dann guckst du im Tracker auch noch links und die Leute fragen sich, warum guckst du noch links? Ich denke mir so, ich muss ja hingucken, ob das hier läuft und ob, was der Chat und so weiter sagt, weißt du? Und von dem her habe ich einfach gesehen, ist nichts für mich. Ne? Spielst du schon lange mit Headset? Spielst du schon lange mit Headset? Du meinst das hier? Ja. Das ist tatsächlich auch eine Sache. Ich hatte ja ganz lang ein kabelgebundenes. Will ich auch nicht mehr haben. Also da ist dieses... hier, guck mal. Ich kann jetzt hier aufstehen und ich kann auch mit dem Headset aufstehen, das ganze Haus laufen und ich höre es immer noch. Aber das ist schon eine feine Sache auch. Aber das ist auch eine Sache. Da muss man sich halt... Trauen ist jetzt der falsche Begriff für. Das muss man einfach mal für sich feststellen. Will ich es nicht. So, warte, ich muss mal kurz aufholen. Schlimm sind auch die Leute, die einem vorschreiben, wie man spielen soll. Ja, ich glaube gar nicht, dass das böswillig gemeint ist, wenn ihr wisst, was ich meine. Ich glaube einfach nur, dass es ganz viele Leute gibt, die sich fragen, hey, spielst du auch zum Beispiel mit Lenkrad? Oder spielst du auch mit Headtrack? Oder spielst du auch die? Und natürlich kann man sagen, ja, ich spiele mit dem und dem. Und dann kommt aber auch immer so leider die Zusatzfrage, was ich dann nicht so verstehe, ja, warum spielst du denn nicht so und so? Und ich denke mir so, wenn ich das so spielen wollen würde, dann würde ich es doch machen. Weißt du? Dann hat das Kabel abgeschnitten. Richtig. Was ja viele nicht wissen. Oder das darf ich jetzt nicht sagen, weil dann bekomme ich böse Briefe von Müttern. Mir sind die Rampen ausgefahren. Du darfst nicht vergessen, du hast eine Vorbildfunktion. Du, das mag alles sein. Das mag alles sein. Und ich bin jetzt auch niemand zum Beispiel, der sich extrem abfällig über andere Leute unterhält oder andere Leute trägt und ausrichtet. Das mache ich ja, ich sage mal, so gut wie gar nicht. Was wir schon machen, das muss man dazu sagen, also so speziell jetzt in Multiplayer-Gruppen, dass man sich irgendwie mal aufstichelt und mal die eine oder andere Neckerei, das gibt's, logisch. Aber ich sage mal ganz vorsichtig, ich will auch nicht jemand sein, der hier ein Equipment stehen hat. Na gut, das ist jetzt falsche Sache, aber ich habe jetzt hier natürlich Equipment von, weiß ich nicht, 10.000 Euro stehen, als Beispiel. So, ja, da braucht man nicht von einer Vorbildfunktion reden, weil welcher Jugendliche heutzutage, der dieses Spiel auch spielen will, hat die Möglichkeit, hier 10.000 Euro zu investieren in Equipment. Also man muss mal irgendwo die Kirche im Dorf lassen. Das meine ich jetzt gar nicht negativ. Aber deswegen sage ich auch immer, wenn jemand fragt, kannst du einen PC empfehlen? Na gut, was ist denn dein Budget? Ich kann dir natürlich einen PC empfehlen. Die Kiste kostet 5.000 Euro. So, weißt du? Und natürlich kann ich dir einen Bildschirm empfehlen. Das Ding kostet 800.000 Euro. Es ist immer so die Frage, was kannst du denn oder was bist du bereit dafür zu geben? So sehe ich das immer. Und das auch bei den Lenkrädern. Wenn jemand fragt, du, ist zum Beispiel, ist das Logitech G29 was? Ja, natürlich ist das was. Aber du musst es dir auch leisten können, ne? Ich würde auch einen Porsche Cayenne fahren, aber du musst ihn auch leisten können. So, ich würde auch, keine Ahnung, 10 Mietswohnungen haben, aber du musst sie auch leisten. So, das ist halt immer so ein bisschen der Zwiespalt. Ups, Entschuldigung, Deutsch. Wisst ihr, was ich meine?
So, aber wir können da gerne morgen anknüpfen. Für heute sind wir fertig. Ich danke herzlich fürs Zuschauen, fürs Dabeisein, meine Damen und Herren. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Gerne auch ein kostenloses Abonnement, wer es noch nicht gemacht hat. Und gerne mal in den Kommentaren sich gerne drüber auslassen, über die Themen, die wir jetzt angesprochen haben. Würde mich interessieren. Wir sehen uns morgen. Bis dahin, mach's gut. Ciao, ciao.